Hallo, irgendwie sehe ich wieder ziemlich rötlich aus. Ich gucke mal, ob ich das ändern kann. Hier, warte, Moment. Farbkorrektur. Sättigung. Nein. Farbtoni. Besser geht's nicht. Okay. Ich kann höchstens die Sättigung vielleicht noch ein bisschen runter machen. So. Besser. Ich weiß nicht. Lass mal das mal so. Okay, also ich habe jetzt heute mal geguckt für Neuseeland, ob Neuseeland auch so einen Immigration-Test hat. Und wahrscheinlich so, was ich hier machen könnte, wäre, hier gibt es 14 Quizze mit Trivia-Questions. Und hier könnte ich ein Mittelerde-Quiz machen. Und vielleicht, bis ich was Besseres gefunden habe, vielleicht mache ich einfach mal das Mittelerde-Quiz und gucke, ob Mittelerde mich nehmen würde als Immigrantin. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Okay. Welcome, Traveler. Your Middle-Earth Journey awaits. Take the quiz below to reveal if you're a Wizard, Hobbit, Dwarf or an Elf. Okay, also die sagen mir nicht, ob ich willkommen wäre, sondern ob ich einer bestimmten Subkultur zugehörig wäre in Mittelerde. Okay, schauen wir mal. Oh Gottchen, ist das klein alles. Okay. You're embarking on an unexpected journey. Where would you like to start? Wo ich anfangen möchte mit der Reise. In Höhlen. Grüne Hobbitwiesen. Gletscher. Oder bei einem magischen Wasserfall. Ja, ich denke mal, wo ich meine Reise beginnen werde, ist ja dann wahrscheinlich da, wo ich wohnen möchte. Und das wären wahrscheinlich hier bei den Hobbits, weil die haben wenigstens sowas wie Infrastruktur. Ja. This wondrous, und verhungern tut man bei denen auch nicht. This wondrous adventure may cross land, mountains and sea. What's your desired mode of transport? Zu Fuß? Im Kajak, um Himmels Willen, bitte nicht. Zu Pferd? Nein, danke. Ich denke, dann nehmen wir den Helikopter. Logisch, oder? It's time to choose your fellowship. Who will accompany you on this grand adventure? Friends and travelers I meet along the way. I prefer to travel solo or just with my partner, my family, wild creatures like dolphins or seals. Im Hubschrauber oder was? Ha. Denke mal, mit Freunden und Leuten ist schon okay. Your heart's always ready for more adventure after a hefty meal. Hearty meal. What appeals to your taste? Obstsalat, delicious game meats and wild food menus. A tasty meal. Large flagon of ale and merrymaking at the local pub. Oh, a steaming cup of coffee in a bustling township. Also, Tasse Kaffee ist kein Hefty Meal. Obstsalat ist nett. Das mit zu viel Fleisch drin mittlerweile. Entschuldigung. Ich würde mal fast auf das Pappding, weil da gibt es Ofenkartoffeln und so und damit kann ich leben. Bob. You've come a great distance. Tell us what kind of activities you are seeking. Bitte nicht segeln. Sterne beobachten. God Shopping, nein, danke. An alpine adventure on the Great Walks?
Also wandern und Sterne beobachten klingt beides gut, aber Sterne beobachten wird wahrscheinlich irgendwann langweilig, weil man dann rumsitzt. Also nehme ich mal das Wandern. Okay. Ich bin Hobbit. Okay, die haben nicht gefragt, wie hoch die Decken sein dürfen, damit ich mich nicht stoße, weil dann wäre ich nämlich kein Hobbit. Aber offenbar, ja, bin ich bei den Hobbits. Und ich reise nach Mordor, okay. Und komme durch den Wald und take a sneak peek behind the scenes. Ach so, die möchten, dass ich da hinfahre, wirklich. Nee, danke. Nee, danke. Nicht ohne Visa. Keine Ahnung. Okay, ja, das war kein besonders, wie sagt man, langes Quiz. Da hatten wir schon andere, die waren irgendwie länger. Aber okay, scheinbar bin ich ein Hobbit. Okay. Dann vielleicht finde ich ja noch einen weiteren Test, den ich lesen und beantworten kann und der frei im Internet verfügbar ist, weil langsam wird's dünn. Okay. Bis dann.